Wo ist das Telefon? Wo ist das Mädel? Oh, was ne? Oh, okay, Controller vibriert wieder. Oh, ein Tape. Okay, da haben wir jetzt wieder ein Pentagramm an der Tür. Hä? Ich habe aber schon. You need these to enter. I have these to enter, if I know right. Aha, die Axt brauche ich also nicht unbedingt. Habe ich aber. Ja gut, das war je nachdem, welchen Weg man beschreitet, ne, in dieser einen Sequenz. Aber irgendwie hatten die mir auch nicht so wirklich die Wahl gelassen, welchen Weg ich nehmen will. Oder darf. Höre ich mir erstmal das Tape da an. Die bereitet ganz schön was vor, die Frau, ey. So wie das hier aussieht und was hier abgeht. Okay, das war's wohl an der Stelle. Ich kann jetzt wohl hier rein, denn ich habe die Gegenstände. Hallo Mädchen! Moment. Ich komm mal lieber mit der Taschenlampe. Ist ein bisschen blöd hier im Dunkeln. So. Fein. Du willst es also auf die harte Tour. Nein, nein, nochmal so ein Räumchen. Das ist ja ein Träumchen. Jedes Gerät von der gleichen Firma. Jeder Fernseher war bis jetzt Wagmax. Die Firma muss es schon ewig geben. Ist das sogar eine Kombi mit einem Videorekorder? Aber guck dir mal das Fach für die Kassette an. Die Kassette ist 30 cm breit. Was ist das für eine Kassette? Naja. Karate Alex. Eine Anspielung auf Karate Kid, aber sie wollten wahrscheinlich keinen Ärger kriegen wegen dem Titel. Blake Number 5. Blake Number 5. Blake. Der Name, den wir soeben gehört haben. Der wir wohl auch sein sollen, scheinbar. So ein bisschen. Hier sind jetzt wieder Dinge, die müssen da reingelegt werden. Okay. Schauen wir uns doch mal um. I'm here. Der Raum ist ein bisschen groß. Aber okay, du kannst nicht weit weg sein, weil da außenrum ist das Zimmer. Das heißt, es muss im Prinzip eine dieser beiden Türen sein. Hey, over here. Es wäre, als stünde sie neben mir. Es ist, als stünde sie neben mir. Was ist denn jetzt passiert? Es hat wieder irgendwas geklappert hier. Und warum sonst die Pizza? Also nicht die Pizza, die Lieferung. Pizza umsonst. Ach, das wäre doch was. Hätte jetzt auch Bock drauf. Kassettchen, hallo. Das schauen wir uns doch mal an.
Okay, irgendjemand ist hier nicht wirklich mit ihrem Bruder und Schwester. In seinen Augen ist es seine Schwester. Okay, er wird immer irgendjemanden beschützen. Wahrscheinlich die Kleine, schätze ich jetzt mal. Ich schätze mal, es ist so eine Bruder-Schwester-Geschichte hier. Okay, das war's wohl. Okay. Mal wieder Headset gerade rücken hier. Okay, probieren wir es mal hier. An dieser Tür. Da kam nämlich auch die Kassette drunter vor. Nee, dann ist es die wohl nicht. Vielleicht ist es jene. Nicht. Dann ist es vielleicht jene. Was mache ich hier? Probier's mal, einfach mal zum Feuer zu gehen. Was anderes fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Oha! Da sind vier Sachen. Die Geburtsurkunde, die Puppe, die Kerze und das Bild. Die Axt. Und, achso, das sind Hundeleckerlis, keine Tabletten, Hundeleckerlis. Die liegen jetzt da. Ja, und jetzt ich? Was mache ich jetzt? Lass mein Buch lesen? Nee. Aha, ich habe jene Kassette gefunden. Okay, also ich bilde mir ein, ich muss das hier schon noch alles vollständig finden. Das heißt, die Haarbürste muss ich noch suchen, die hatte ich, wie gesagt, schon mal. Ich kann mich nur nicht so wirklich genau erinnern, wo die lag. Aber vielleicht finde ich sie. Wenn ich hier rauskomme. Ich komme hier nicht raus. Okay. Irgendeine Idee? Habe ich vielleicht was übersehen, was der Chat gesehen hat? Da würde ich mich doch sehr freuen, wenn da was käme. Er hat so riesige Füße. Egal. Also, das Feuerchen brennt. Soll ich da mal hingehen? Hallo Feuer. Habe ich jetzt etwa die Lampe verbrannt? Ich muss da wohl rein mit, oder? Nee. Passiert ja nichts. Hallo Axt. Ich kann die nehmen. Hui. Ja, aber was mache ich denn? Ich muss doch die Dinger hier bestimmt hier irgendwie hinlegen. Nee, das geht alles wieder zurück. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr aus dem Kreis raus. Das heißt, da drin muss jetzt irgendwas passieren. Und wie ich das Glück kenne, habe ich irgendwo eine Anleitung dafür. Na gut. Tja, ja gut. Axt, Pippi. Nö. Ah, jetzt sind das Symbole. Also, da fängt es an mit dem Zertifikat. Okay, also mit der Geburtsurkunde. Ja. Okay, da muss die Kerze hin.
Oh mein Gott, wo kommt das her? Oh, oh Darkness and Tears. Ich kann... Moin. Okay, Foto, Foto. Er kann hier nicht rein, oder? Er kann mich hier nicht. Hahaha. Komm mal her, Mann. Wo bist du? Würde ich gerne aus der Nähe sehen. Naja, sieht man nicht wirklich. Okay, ist auf jeden Fall da das Foto. Hier noch irgend? Ich muss denn da hin. Das, die Leckerlis, ne? Wenn ich die finde. Ah. Komm her! Komm her! Da muss der Fenster da sein. Die fliegen alles so schnell. Hilfe! Es wird verdammt dunkel hier. Ich fürchte, ich war zu langsam. Ich hab die Dose nicht zu fassen gekriegt. Was ist jetzt passiert? Ich fürchte, das ist jetzt nicht ganz so gelungen, wie das hätte gelingen sollen. Ich hätte den Kreis schon vervollständigen sollen. Das Mädel ist jetzt weg, die lag, glaube ich, da. Das ist ja mal gründlich in die Hose gegangen, jetzt so wie es aussieht. Also es gibt wohl auch zwei Enden in dem Spiel. Oder mindestens zwei. Zumindest habe ich mal von einem alternativen Ende gelesen. Es könnte eventuell hiermit zusammenhängen, was man, ob man das jetzt hier vollendet oder nicht. Und mit der Geschichte am Anfang, wo man zwischen zwei Wegen wählen kann. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall mal weg hier, wenn sie mich lassen. Jetzt muss ich erstmal wieder sämtliche Türen checken, ob die funktional sind. Naja, weitestgehend greift es die ganze Story von allen Filmen mehr oder weniger auf. Alles dreht sich ja um einen Hexenkult mehr oder weniger im Großen und Ganzen und darauf wird hier jetzt sehr stark Bezug genommen. Aber so direkt, ja, natürlich dämonische Aktivitäten, die gehen hier vor. Das haben wir schon festgestellt. Irgendjemand ist hier auch ein bisschen wahnsinnig geworden. Irgendjemand hat hier, interessante Rituale vollführt, also alles eben ja auf Satanismus bezogen. Und offensichtlich, so wie ich das jetzt verstehe, wurde zumindest mal dieses Mädel hier, was uns hier ab und zu begegnet, als Opfergabe für so einen Dämon gedacht. Jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt hier weiter? Mal von vorne machen. Ah, okay. Geburtsurkunde zuerst. So. Blake, I command you to finish what we started. Puppe, 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 wo ist die Puppe? Wo ist die Puppe? Ja. Ach Gott, die hängen an mir fest. Ist doch nicht wahr. What are you doing?
Das wenigstens haben wir das jetzt mal gesehen. Klasse. So, als nächstes. Nächster Schritt. Kerze. Kerze, Kerze, Kerze. Ich nehme mal das Bild, hol's schon mal in die Hand. Und das Hunde vergessen. Bild. Ja, bin da, bin da. Komm her. Okay. Das wäre ja zu einfach, wenn du jetzt nur noch das Beil hier rumfliegen lassen würdest. Beil? Ich will das Beil. Haha. Na, das war eine Geburt, ne? Ist das schön. So, jetzt? I think you did it, Blake. Meine Fresse. I think you saved us. Let's get out of here. Ja, ich kann nicht laufen. Oh. Ah, ich kann dir folgen. Doch nicht, oder?